Herzlich willkommen im Luisenhof Dresden wieder. Mein Name ist Stefan Kirschner, bin der Küchenchef. Das Thema ist Spargeln und ich koche mit Ihnen heute ein Gericht zusammen in der Küche. Kommen Sie mit. Wir kochen heute gegrillten Spargel auf Humuspaprika, pochierten Ei und Avocado. Beginnen wir mit dem Paprika. Den Paprika schneiden wir, nehmen das Kerngehäuse raus, halbieren ihn, so. Dann etwas Sesamöl auf ein Blech, Salz, Pfeffer, legen den Paprika drauf, etwas Rohrzucker und etwas Zitronenthymian. Währenddessen heizen wir den Ofen vor auf 230 Grad und schieben den Paprika dann 10 Minuten, bis die Haut langsam schwarze Punkte erreicht. Um jetzt die Haut abzuziehen, gibt es einen kleinen Trick. Man nimmt einfach ein Krepptuch mit eiskaltem Wasser und legt es drüber. Es schockt jetzt und die Schale kann man dann ordentlich abziehen. So, kommen wir jetzt zum Kichererbsenhumus, dem Paprika. Haben wir die Haut abgezogen und schneiden ihn jetzt klein. Von der Farbe her könnte man den roten, ist am besten. Man kann natürlich auch grün und gelb nehmen, aber mit grün und weißem Spargel und auf einem weißen Teller sieht es halt optisch schöner aus. Den Paprika in eine Schüssel, die Kichererbsen mit rein. Die Kichererbsen nur waschen und mehr nicht. Abtropfen lassen, in die Schüssel mit rein. Etwas Zitronensaft, etwas Limette, Salz, Pfeffer, frisch gepressten Knoblauch, Kreuzkümmel und etwas Chili. Gemüsebrühe und dann kommt das alles in den Mixer. Das Ganze gemixt zu einer glatten Masse. Als nächstes kommen wir zum Spargel. Wir haben weißen grünen Spargel aus Brandenburg. Der weiße Spargel wird geschält und bei dem grünen als Eselsohr immer da brechen und schon sieht man, wo er am frischesten ist. Da, wo er gebrochen ist, da ist er noch frisch. Den Rest kann man nehmen für Spargelform. Der kommt jetzt in kochendes Wasser. Bisschen Zucker, bisschen Salz und bisschen Zitrone im Wasser. Und blanchieren ihn kurz 5 Minuten. Der Spargel ist fertig. Wir nehmen ihn raus, legen ihn in Eiswasser, dass er die Farbe behält. So, wir nehmen ihn aus dem Eiswasser raus und lassen ihn abtropfen. Jetzt marinieren wir den Spargel. Dazu nehmen wir Zitronengras. Wir kloppen mit dem Messerrücken. So gehen alle Öle und alle Geschmack aus dem Zitronengras raus. Wieder etwas Sesamöl. Etwas vom Chili. Salz und Pfeffer. Jetzt wird das Ganze mariniert und lassen ihn ziehen. Spargel ist jetzt eine Stunde mariniert. Wir fangen dann an, den Spargel zusammen mit einer Avocado in der Pfanne zu braten. Dazu nehmen wir uns die Avocado. Wir lassen die Schale dran, ritzen das Ganze jetzt ein. So kann sich dann der Gast das ordentlich rausnehmen mit dem Löffel. So, jetzt braten wir den Spargel wieder in etwas Öl an. Lassen die Pfanne heiß werden, dann kommt der Spargel rein, links, rechts anbraten, zusätzlich gleich die Avocado mit rein. Die Avocado tun wir einfach mit einem kurz in Mehl, dass sie nicht anhängt, damit sie eine knusprige Oberfläche kriegt. Gewürzt haben wir ja alles schon, deswegen brauchen wir es nicht noch würzen. Nebenbei machen wir das pochierte Ei, ganz normales Hühnerei, aufgeschlagen. Wir haben einen Topf mit kochendem Wasser, etwas Essig und etwas Salz drin. Machen einen kleinen Strudel und lassen langsam das Ei reingleiten. Und lassen es langsam ziehen. So, der Spargel bekommt schon etwas Farbe. Wir schauen mal nach der Avocado. Avocado bekommt auch schon Farbe. Das Ei ist fertig. Der Spargel ist langsam fertig. Unser Humus ist fertig. Wir können anrichten. Wir beginnen mit dem Humus und ziehen einmal einen Strich. Dann legen wir unseren Spargel hier drauf. Unsere gegrillte Avocado. Die
und das pochierte Ei. Und zu guter Letzt dekorieren wir das Ganze mit etwas frischer Kresse. So, wir sind fertig. Ich hoffe, Sie hatten Freude mit unserem kulinarischen Highlight zum Thema Spargel und ich hoffe, Sie sehen bald wieder bei uns im Luisenhof oder mich beim nächsten Kochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de